Wir befinden uns hier in einem Haus, wo eine Erzieherin gewohnt hat. Oh, ganz frei. Fängt das schon früh an, ne? Oh, hier. Hast du gesehen? Wo angeblich hat mir jemand erzählt, sie sich hier selber umgebracht hat. Sie soll sehr streng gewesen sein mit Kindern und wir versuchen heute mit ihr in Kontakt zu treten. Ich habe hier heute mein neues Gerät, unsere Musicbox, selber zusammengebaut. Mal sehen, ob wir heute mit Glück haben. Und dann haben wir noch ein paar Ghost Balls, die kennt ihr ja schon, und den K2-Meter. So, wir testen mal die Musicbox. Funktioniert. Okay. Wollen wir erstmal versuchen, so, dass ohne nichts. Ja. Nur Fragen stellen, ob wir Geräusche hören. Ach so, und wir wissen, dass die Erzieherin Helga hieß. Schönen guten Abend. Mein Name ist Pedro. Mein Name ist Nicola. Mein Name ist Ricardo. Wir würden gerne Kontakt aufnehmen zu Helga. Ist sie hier mit uns? Wenn du hier bist, kannst du uns ein Zeichen geben, dass du da bist. Kannst du Geräusch für uns machen? Guck mal, einfach nur so ein Klopfen. Würdest du das für uns machen? Wir sind nur hier, um deine Geschichte zu hören. Möchtest du sie uns erzählen? Oh, K2. K2. Vielleicht hast du letztes Mal gepfeife. Warst du? Kannst ruhig näher kommen. Komm ruhig zu uns. Die Geräte tun dir nichts. Wir würden gerne wissen, warum du dich selber umgebracht hast. Warst du traurig?
Hätte irgendjemand was getan? Wir würden gerne wissen, warum. Du hast es. Hast du hier an dieser Maschine gearbeitet? Du kannst ruhig weiterarbeiten. Würdest du für uns ein Geräusch machen? Wir sind hier, um dir zu helfen. Helga, bist du hier mit uns? Sorry. Würdest du uns etwas erzählen oder möchtest du uns etwas erzählen? Ich habe gehört, du warst böse mit den Kindern, ist das richtig? Warum hast du dich umgebracht? Oh. K2? Ja. Oder wurdest du umgebracht? Nochmal. Helga, bist du hier mit uns? Da hast du gesagt K2. Würdest du uns etwas erzählen oder möchtest du uns etwas erzählen? Was ist das? Ich höre ganz tief eine Stimme. Warte mal, ich gebe dir das mal. Ich habe gehört, du warst böse mit den Kindern, ist das richtig? Hör mal ganz genau hin. Ich möchte da nicht vor deinem Musikboss vorbeigehen, pass auf. Hast du gehört? Magst du wieder? Ich habe gehört, du warst. Ganz leise. Ja. Ganz, ganz leise. Ganz leise. Mach mal richtig am Ohr. Richtig am Ohr. Hast du gehört? Mach richtig dran. Ich habe gehört, du warst böse. Warte, mach mal jetzt richtig dran. Da ist eine Frauenstimme. Ja. Ja. Das war ich schon. Ich habe gehört, du warst böse mit den Kindern, ist das richtig? Oh. Gott sei. Was ist dein Katzen?
Pelle Locker mich erwähnt. Warum hast du dich umgebracht? K2? Was war denn das? Warst du das, wo du sagst, oh oder so, wegen den K2? Nee. Aber kann man hören, ne? So, warte. Hast du gehört? Machst du nochmal? Nee, bin ich nicht. K2? Wie schlucken, ne? Ja, wie eine Kette. K2? Oh, guckst du die K2? Ja. Verrückt geworden. Oder wurdest du umgebracht? Nochmal. Das war er. Wo er gefragt hat, was bedeutet umgebracht? Umgebracht bedeutet, jemand hat sie getötet. Okay. Sie selber. Nicht selber. Wenn du nicht Helga bist, wer bist du? Du kannst hier in dieses Gerät reinsprechen, was ich hier gerade auf den Tisch gelegt habe. Oh. Was denn? Fast ganz rot. Oh ja. Wer bist du? Kannst du uns deinen Namen sagen? Oh ja, siehst du es? Bist du ein Kind? Das ist wieder weg. Wenn du nicht Helga bist, wer bist du? Du kannst hier in dieses Gerät reinsprechen, was ich hier gerade auf den Tisch gelegt habe. Was denn? Fast ganz rot. Oh ja. Wer bist du? Ja, das kannst du richtig hören. Warte, kommt die Stimme, warte, es wird laut. Oh ja. Nee, Ricardo war das. Ja? Ja. 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 Wer bist du? Was war das? Kannst du uns deinen Namen sagen? Mal. Diese Schirme. Oh ja, siehst du das? Hast du gerade diese Musicbox angefasst? Kannst du es nochmal machen? Bist du ein Kind? Kann das sein, dass es ein Kind ist? Ich frage. Ich versuche mal eine Reaktion auf die Musicbox. Schau dann sie Gänsehaut. Guck mal, ich habe dir hier was mitgebracht. Wir können ja zusammen spielen. Hier hast du so ein paar Kugeln da vorne. Das kennst du bestimmt. Das macht Musik. Du kannst ruhig damit spielen. Wir können zusammen damit spielen, wenn du willst.
Was war denn deine Lieblingsfarbe? Was hast du denn früher gerne gemacht? Bist du denn ein Mädchen? Hast du früher mit Puppen gespielt? Guck mal, ich habe dir hier was mitgebracht. Wir können ja zusammen spielen. Hier hast du so ein paar Kugeln da vorne. Das kennst du bestimmt. Das macht Musik. Musik. Du kannst ruhig damit spielen. Wir können zusammen damit spielen, wenn du willst. Was war denn deine Lieblingsfarbe? Was hast du denn früher gerne gemacht? Bist du denn ein Mädchen? Hast du früher mit Puppen gespielt? Ja. Nichts. Wir würden gerne wissen, wer hier mit uns ist. Kannst du es uns sagen? Leber. Leber habe ich verstanden. Leber. Helga, bist du hier? Ja, Bro, mach die hier, die Kasse, oben. Nee, dann... Ah, so. Ja. Würdest du uns deinen Namen verraten? Komm ruhig zu uns, du kannst mit den Geräten hier spielen, die auf dem Tisch liegen. Fass die ruhig an. Guck mal, die da vorne, die schwarze, die macht Musik. Pfeife. Hast du denn hier gearbeitet? Was war das denn? Weiß ich nicht, aber... Ja. Komm hier ruhig zu uns. Wir würden uns gerne mit dir unterhalten. Thank you.
Edgar, bist du? Wenn du das bist, fass bitte ein anderes Gerät an. Bring das mal bitte zum Leuchten. Da war irgendwas, ja. Was? Guck mal hier, die macht Musik hier. Siehst du das? Was war das? Hast du das gehört? Ja, ja. Was war das? Ja, Bischauge, wie Metall. Ja. Hast du gerade was geschmissen? Nee, das bewegen, guckst du hier. Ja. Das hier? Ja. Habe ich vorhin geguckt und war. Kann das sein, dass ich das hier war? Hier, das war ich. Ja, hier, siehst du, das war ich. Ja, das war ich. Okay. Komm, gib uns ein Zeichen, dass du da bist. Hat reagiert. Georg. Gehe, habe ich gerade verstanden. Gehe. Komm. Die schwarze Box mit dem grünen Licht hast du schon angefasst. Gib uns bitte ein anderes Zeichen, dass du da bist. Wir gehen. Komm. Ich werde was ausprobieren. Und wenn es ein Kind ist, dann ist das zu hoch. Ja. Ne? So. Ich mach mal die Musicbox hier auf den Boden. Mal sehen, ob es drauf reagiert. Guck mal, ich habe dir jetzt die Musicbox auf den Boden gestellt. Würdest du die mal anfassen? Du kannst damit spielen. Vielleicht ist das hier zu hoch für dich. Krass, sorry. Ja? Ja. Aber voll ausgeschlagen, oder? Mitte. Bisschen gelb. Diese Tür regt mich hier auf. Elga, bist du hier? Kannst du eine Kugel anfassen für uns? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das ist. Guck mal hier, die leuchten. Ich stell sie mal hier vorne. Hier vorne hin. Guck mal, die leuchten gar nicht mehr. Wow! Ein Kind vielleicht. Gefällt dir die Musicbox? Du kannst ruhig weiter damit spielen. Tut dir nichts. Dich nichts. Guck mal, du hast gerade damit gespielt. Mach's nochmal. Gehört. Was denn? Wie eine Stimme? Nee, vom ich Kind? Nee. Ist hier? Oh, K2.
Komm, mach Musik. Wir tanzen auch. Wir brauchen Musik, um zu tanzen. Hast du diese Geräusche gemacht? Habe ich hier an die Tür. Die steckt mir immer auf dem Rücken. Komm, mach nochmal. Du schaffst das. Musst du keine Angst haben. K2 ausgeschlagen. Wir sind hier, um mit dir zu spielen. Komm, mach mal so. Klopf mal so. Oh Mann. Das warst du jetzt, ja. Das war ich. Pedro. Also ich habe die Kugel auf Tisch, 2 Stück. Ist hier denn jemand, der mit uns kommunizieren möchte? Möchtest du, dass wir gehen? Stören wir dich? Hast du gehört hier? Mhm. So, ich habe von einem Gast ein Ouija-Board geschenkt gekriegt. Es ist komplett aus Holz. Es ist, soll ich sagen, es ist fast 20 Jahre alt. Und wir werden hiermit versuchen, mit Helga in Kontakt zu treten. Okay. 1, 2, 3. Helga, bist du hier mit uns? Wer ist denn hier mit uns? Sind wir alleine? Helga, wenn du hier bist, kannst du hier zu uns kommen und mit dem Bohr vielleicht mit uns in Kontakt treten? Kannst du uns ein Zeichen geben, dass du da bist? Oh. Danke.
Kannst du uns sagen, wie alt du bist? Drei. 36. Kannst du mir sagen, ob dich jemand umgebracht hat? Hat dich jemand umgebracht? Bist du denn alleine hier? Zwei. Wer ist denn mit dir? Kannst du uns deinen Namen sagen? Kannst du uns seinen Vornamen sagen? Ich kann es nicht verstehen. Eins. Zwei und dann auf eins. Vielleicht ist 21. Vielleicht hat er die Alte gesagt. Wie alt ist die andere? Kannst du uns denn deinen Namen sagen? Nicht direkt auf A, ja, aber. Wie heißt du denn? B. A. Keinen Sinn. P-A-C-Q ergibt keinen Sinn. Sag uns bitte, wer du bist. Schreib mir bitte deinen richtigen Namen auf. S. SDS. Das ergibt keinen Sinn. Okay, dann formuliere ich das anders. Bist du Helga? Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Wer bist du? Sag mir bitte deinen Namen. P. 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 A. C. Oh. Paco. Paco. Paco? Heißt du Paco? Ja. Das ist Paco. Minke. Paco. Paco. Das ist aber kein deutscher Name. Mexikanischer, Spanisch. Bist du Deutscher? Eres español? Uff. Hi. Parla un po' spagnolo. Hast du hier gelebt? Hast du hier gelebt? Habe ich wieder aquí? Ja. Antworten, ne? Ja. Fragen wir bei uns auf Spanisch.
Was passiert? Sein Nachname. Me puede decir tu apellido? Es? Ah. San. San. Sage. Sage. Da ist gar nichts. Sanchez. Ja, Sanchez. Aber falsch geschrieben, Sanchez. Sanchez, geschrieben. Sanchez. Ohne N. Wie alt bist du denn? Puede decir tu edad? Eine. 16. Eine. 16. 16. Bist du eine Jung oder eine Frau? Bist du eine Jung? Wenn es Paco ist, ist es Junge. Ja, Paco. Ah ja, Paco, stimmt. Hä? Was ist das? Ein Piepen, ne? Ja. Die Kamera. Wo kommt das her? Eres tú hacer este ruido? Hörst du das? Mhm. Ja. Ist das denn wie eine Maschine oder was? Mhm. Wir würden jetzt Tschüss sagen. Ach komm. Wir müssen aber gehen. Ist das in Ordnung? Ist das bien? Si no vamos, te dejamos en paz. So, chao. Adiós. Kommt dieses Piepen her? Oh, Pedro. Gib mir mal. Dein Herz schlägt wie Wahnsinn, ne? No, dann mach mal, nutz sie. Ey, das kommt mir vor, es kommt, hier, kommt aus der Maschine. Diese Maschine? Hörst du das? Ja, ist dir. Wie ist das möglich? Nee. Doch. Die Maschine ist das. Junge, weiß ich nicht. Ist da eine Sensor, eine Kamera da drinnen? Ey, das ist eine alte Maschine, die funktioniert nicht mehr. Also wir hören hier ein Geräusch. Das kommt aus dieser Maschine, aber die hat keinen Strom. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So ein Piepen, aber... Die funktioniert nicht mehr. Da ist kein Strom und nichts mehr drauf. So, wir sind am Ende angekommen. Ja, was soll ich denn sagen? Ouija Board. Ah. Ja, ja. War so ein bisschen komisch, weil Paco, und dann hat er seinen Nachnamen so ein bisschen komisch geschrieben. Also wir können leider nicht sagen, wer es war. Es war jemand, aber wir wissen nicht, wer es war. Wie kann Paco sein oder andere? Ja, es kann irgendjemand sein.
weil Lugner und es gibt viele Lügen bei den Brettern. Ja. Musicbox hatten wir heute den ersten Test damit. Hat vorhin auf dem Boden selber zweimal angegangen. Ghostboss hatten wir nichts. EVPs hatten wir einige, nichts Besonderes. Aber mit Ouija. Ouija Board hat funktioniert, K2 hat gut ausgeschlagen heute. Necrophonic muss ich mir anhören. Da waren auch so ein paar Wörter, die ich verstanden habe. Aber es wird langsam spät. Und wir brechen auf. Okay. So, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.